Hey Leute, hier hätte ich jetzt die Prisma Crinlock mitgebracht, die Barrel Kit hier im Angebot hat. Im Vergleich zur normalen Crinlock ist die Prisma Crinlock, also ordentlich stärker. Wenn wir es mal vergleichen, 2% mehr Status, dafür aber deutlich mehr Crit-Chance, einen höheren Crit-Multiplikator. Und schaut euch mal diese Magazingröße an. Dazu noch der Damage. Also, Leute, die Waffe hier ist super, super geil. Die Ribbon-Preise sind natürlich direkt explodiert, nachdem das schon gestern Abend geleakt wurde, beziehungsweise heute Morgen geleakt wurde, bevor Barrel Kit hier überhaupt da war. Und ich sag mal, die günstigsten Crinlock-Ribbons bekommt ihr leider erst ab 400-500 Platin. Ich wollte gerade Euros sagen. Und wenn wir mal bedenken, dass diese Waffe eine 4er-Ribbon-Disposition hat, ist es auch absolut verständlich, weshalb. Was man bei dieser Waffe wissen muss, wir haben viele, viele geile Mods, wir haben viele verschiedene Spielweisen, die wir machen können. Und eine Sache, die ich euch zeigen möchte, bevor wir überhaupt groß loslegen, ist die Statuschance. Wenn ihr gerade mal kurz drauf achtet, seht ihr, dass wir direkt bei 3 Doppelmods 100% Statuschance haben. Das ist geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe mir jetzt ein Bild gemacht, mit dem habe ich 94,5% Crit-Chance, 95,9% Statuschance und, oh nein, ich spiele ohne Argon-Fernrohr, okay. Vorher habe ich mit Argon-Fernrohr gespielt, weil wir damit in den Orange-Crit-Bereich kommen. Die Sache ist jetzt nur, wenn wir uns gerade mal Argon-Fernrohr anschauen, Argon-Fernrohr gibt uns plus 135% Crit-Chance, während wir zoomen für 9 Sekunden. Ist geil, weil wir sind im Orange-Bereich. Aber 135% von 21% ist euch das wert? Also ist es euch das wert, weil dann haben wir eine Crit-Chance von ungefähr, wenn ich es jetzt im Kopf richtig überschlage, von 120%. Das bedeutet, jeder fünfte Schuss hat ungefähr die Chance, ein Orange-Crit zu sein. Und mir persönlich ist es das jetzt nicht wert. Vor allen Dingen, das zwingt uns auch nochmal die ganze Zeit zu zoomen. Was man bei einer Waffe mit so einem großen Magazin, so einer schnellen Feuerrate und so einem geilen Damage jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit machen möchte. Das bedeutet, der Bild, den ich für euch vorbereitet hätte, wäre Scharfsinn Punktangriff, dazu tödliche Sequenz für 200% Crit-Chance, Raueiskugel und bösartige Kraft für Virusschaden, Jägermunition, damit wir Schnittprocs auslösen, die wir auch noch nebenbei schön haben, und geteilte Kammer für Mehrfachschuss. Und ach ja, ich habe die Einkerbung vergessen. Die sollte natürlich auch noch rein. Man kann hier mit dieser Waffe super viele verschiedene Builds machen. Das hier ist jetzt nur eine Idee, was man so machen könnte. Zum Beispiel wäre es auch noch sehr interessant, wenn man einen Riven hätte, der Statuschance drauf hat. Weil dann können wir auf die 100% kommen, vielleicht Jägermunition rausnehmen und nur auf Schnitt gehen. Das heißt, jeder Schuss würde dann einfach einen Schnittbrock auslösen. Da gibt es super, super viele verschiedene Spielweisen. Ich schau gerade mal, was ich hier noch drin habe, ob dieser Bild auch von Interesse ist. Da habe ich dann halt eben noch vigilante Aufrüstung reingenommen gehabt. Punktangriff Scharfsinn, Hochspannung, bösartige Kraft. Genau, das hier war der Korrosionsbild. Einkerbung, geteilte Kammer, tödliche Sequenz. Da habe ich dann halt eben jetzt kein Jägermunition drin, dafür aber mehr Elemental Damage. Kann man alles machen, macht doch alles irgendwo Sinn. Man muss nur halt wissen, was man haben möchte. Genauso könnte man hier jetzt auch überlegen, Schnitt reinzumachen, damit unser Schnittwert wirklich sehr, sehr hoch ist. Und dazu dann noch Status, Raueiskugeln anstelle von Hochspannung, damit wir jetzt hier Virus- und Schnittschaden haben. Die beiden Builds möchte ich euch jetzt gerade mal ganz schnell zeigen, also die Waffe macht richtig, richtig Laune zu spielen, drückt gut Schaden und selbst bei Gegnerlevel 155 oder 160 reißt die Waffe doch schon relativ schnell die Gegner weg. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen. Arcana Geschwindigkeit, Pistolen, nochmal Pistolen, gut. Das bedeutet, meine Arcanas beeinflussen jetzt nicht die Waffe. Aber ich kann die KI pausieren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welchen Bild ich drin habe. Das sieht aber nach dem Viral-Schnittbild aus. Die Waffe ist jetzt keine Rubico Primate Riven, aber ordentlich stark. Also kann man sagen, was man will.
Also, Hut ab. Die Waffe macht sich gut. Dann gerade den anderen Bild euch nochmal kurz zeigen. Nicht meinen anderen Loki-Bild, sondern meinen anderen Grenlock-Bild ohne Jägermunition. Dafür regeln wir das Ganze jetzt über die Statuschance. Meine Mausempfindlichkeit während dem Zoom ist etwas zu hoch. Das Problem bei diesem Bild ist jetzt einfach der Viralproc. Sobald der Viralproc ausläuft, haben wir das Problem, dass naja, das gegnerische Leben wieder auf die Hälfte resettet wird, auch wenn er schon fast tot war. Deshalb hatte ich den Viralbild jetzt eigentlich nicht drin gehabt, aber ich wollte es euch halt nochmal kurz gezeigt haben, damit ihr seht, was da so alles geht. Also mit dieser Waffe kann man super viele verschiedene Builds machen. Man kann noch mehr auf Grid gehen, man kann noch mehr auf Status gehen, man kann komplett andere Elementals reinmachen und so. Alles hat irgendwo Sinn. Man muss nur halt wissen, auf was hat man Lust und wie weit möchte man spielen. Zum Beispiel, ich kann euch jetzt kurz auch den Korrosionsbild zeigen, aber der war halt eben jetzt nicht so pralle. Was war denn hier noch drin? Ach ja, der Vigilante-Mod. Alles in allem eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Waffe. Und vor allen Dingen, sie macht Spaß zu spielen, hat ein großes Magazin und eine gute Feuerrate. Das Ganze funktioniert gerade deutlich besser als bei meinen letzten Tests. Ja, also. Das war jetzt wirklich deutlich besser als bei meinen letzten Tests. Deutlichst besser. Könnte jetzt an dem Glück gelegen haben, weil gerade zum Beispiel beim letzten Mal ist der Vigilante Z-Effekt aufgetreten. Das heißt, ich hatte einen Orange Grid. Aber an sich war das Ergebnis. Ich bin überrascht. Ja, also ihr seht's, so weit auseinander haben die Builds jetzt nicht gelegen. Man muss halt eben immer Glück haben. Proc't jetzt mein Vigilant, proc't mein Argon-Fernrohr, hab ich einen Orange Grid, hab ich keinen Orange Grid, proc't mein Hunter Munitions. Jeder Build kann sich da anders verhalten. Es kann auch teilweise eine einfache Glückssache sein, weil so gut wie jetzt gerade bei meinem Corrosive-Build hatte ich es bei den ganzen Tests, die ich davor gemacht hatte, und es waren viele, nicht einmal gehabt, jetzt direkt zweimal hintereinander. Also, so kann's gehen. An sich müsst ihr euch halt entscheiden, was ihr haben wollt, aber falls ihr meine Meinung wissen wollt, macht auf jeden Fall ein Bild, in dem tödliche Sequenz drin ist, geteilte Kammer drin ist, Einkerbung drin ist und diese beiden Crit-Mods drin sind. Hier oben die drei Mods sind sehr flexibel, könnt ihr komplett rausnehmen und durch ganz andere Sachen ersetzen. Oder wenn ihr einen Crit-Chance-Crit-Schadens-Riven habt, könntet ihr vielleicht Punktangriff rausnehmen, würde ich euch aber auf gar keinen Fall empfehlen. Weil wenn ihr jetzt mal überlegt, dann habt ihr gerade mal den Mod ausgeglichen, aber wenn ihr noch zusätzliche Crit-Chance habt, kommt ihr weit in den Orange-Crit-Bereich rein. Ich sag mal, 150% Crit-Chance sollte da doch schon drin sein. Zum Beispiel bei dem Bild hier würde ich dann die beiden Mods rausnehmen, damit ich keinen Viral mehr, nee, sorry, die beiden rausnehmen, damit ich kein Viral mehr hätte. Zum Beispiel Argon-Fernrohr und ein Riven. Auch eine schöne Wahl. Oder hier könnte ich jetzt gerade auch austauschen, hier Argon-Fernrohr reinmachen und hier oben Vigilante Aufrüstung reinmachen. Oder sogar Vigilante Eifer für mehr Feuerrate, weil das bei der Waffe auch Sinn macht. Wie gesagt, ihr könnt alles ausprobieren, was ihr haben wollt. Ihr müsst halt rausfinden, was für euch angenehm ist. Aber nur damit ihr gerade mal seht, was ich meinte mit die Waffe ist keine Rubiko. Die hat halt einen deutlich höheren Damage. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass ich dafür halt einen doch schon guten Riven habe. Aber
Dann könnte man natürlich argumentieren, wenn die Crinlock einen Riven hätte, wäre sie immer noch nicht so gut wie die Rubico mit Riven. Ich möchte es euch nur einmal gerade im Vergleich zeigen, damit ihr es mal gesehen habt. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Selbst wenn ich den Riven jetzt rausnehmen würde, ihr könnt es euch vorstellen, ein Riven macht einen Unterschied, aber ihr habt es gesehen, die Waffe ist absolut dominierend im Vergleich zur Crinlock, aber die Crinlock ist halt eben eine schlechtere Alternative, muss man auf jeden Fall sagen. Dafür die Crinlock halt ein sehr, sehr großes Magazin und macht auch gut Spaß zu spielen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.